Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 5 Dinge, die mich in F1 22 stören, mittlerweile zum vierten Teil. Keine Sorge, Herrschaften, ich habe noch richtig viel Bock, diese Playlist zu machen und dazu brauche ich natürlich eure Hilfe. Wenn ihr also irgendwo in F1 22 irgendetwas findet, wo ihr sagt, das könnte man eigentlich verbessern, dann macht mir einen Vorschlag, schreibt es unten in die Kommentarsektion, ich lese mir das Ganze durch und womöglich ist dein Vorschlag schon im nächsten Video mit drin. Also würde ich sagen, legen wir los. Punkt 1 auf meiner Liste, komplettes Qualifikationsergebnis bzw. Startaufstellung nach Q3 in einer Mehrspielerlobby. Wow, das war ein langer Text. Naja, aber ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Aber liebes Cupmasters-Team, ich wünsche mir ehrlich gesagt einen Screen, wo wirklich alles Mögliche als Qualifikationsergebnis angezeigt wird, inklusive der Fahrer, die möglicherweise sich durch ein Fehlverhalten eine 5 Plätze Grid Penalty eingefangen haben. Und dann wünsche ich mir noch einen Zusatzscreen, wo die gesamte Fahreraufstellung vor dem Rennen angezeigt wird. Das wäre echt cool, genauso wie in der Karriere, die ganze Startaufstellung. Das wäre ziemlich cool, wenn das irgendwie in F1 22 bzw. eher in F1 23 Anklang finden könnte. Das wäre super, denkt auf jeden Fall darüber mal nach. Grüße gehen raus an Heisenbrett aus der MXL, der mir diesen Vorschlag gemacht hat. Punkt 2 auf meiner Liste und das ist etwas, was in F1 22 neu ist, was mir aber nicht gefällt. Die Rede ist vom Handling. Ich muss sagen, liebe Freunde, ich bin ehrlich, ich bin kein Fan vom Handling, absolut nicht. Denn als im Features-Trailer drin stand New Handling, da dachte ich mir so, oh Mann, okay, alles klar, wahrscheinlich müssen wir uns alle komplett neu darauf einstellen. Und dem war zumindest bei mir so. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentarsektion. Und vor ein paar Tagen habe ich noch einen Tweet von Marcel Kiefer gelesen, den ich euch hier mal einblende. Und er schreibt da auch, und ich zitiere, ich stimme in gewisser Hinsicht zu, aber ein Formel-1-Auto, das zufällig ohne Grund die Haftung verliert und sich über einige Curbs seltsam verhält, ist einfach falsch und unnatürlich. Das Handling ist zumindest kein Tokyo-Drifting mehr, aber es macht zumindest keinen Spaß, wenn man das Gefühl hat, dass es keinen Grip hat. Ja Marcel, da gebe ich dir auf jeden Fall recht und das Fahrverhalten in F1 2021 und F1 22 war nicht gut bzw. ist nicht gut, denn wenn du über diverse Curbs rüberfährst, hast du das Gefühl, du rutscht auf einer Bananenschale aus. Punkt 3 auf meiner Liste ist langer Weg bis zum Start im Zeitfahren. Dabei rede ich aber nicht von jeder Strecke, sondern von einer ganz speziellen. Die Hardcore-Fahrer im Zeitfahren wissen sofort, welche Strecke ich meine. Genau, ich rede von Aserbaidschan. Während auf allen anderen Strecken gefühlt nach 300 bis 400 Meter vor der Startziellinie das Steuer zu übernehmen ist, beginnt Aserbaidschan irgendwie gefühlt, sage ich mal, anderthalb Kilometer davor. Und Codemasters, da hätte ich jetzt gerne mal eine Erklärung. Warum gebt ihr uns das Steuer frei? Und zwar nach der Vettel-Hamilton-Kurve. Warum denn? Hier mal mein Vorschlag, liebes Codemasters-Team. Was haltet ihr davon, wenn ihr das Steuer nämlich in der DRS-Zone kurz vor Startziel nämlich freigebt? Das wäre doch gar nicht mal schlecht, dann müssten wir nicht so lange warten. Ich habe das Ganze übrigens mal ausgerechnet, Herrschaften. Von der Steuerübernahme nach der Vettel-Hamilton-Kurve bis zum Start der Hot Lap nach der Startziellinie sind es so viele Sekunden. Codemasters, das geht nun wirklich nicht. Das ist doch viel zu lang. Ich hätte da wirklich gerne mal eine Erklärung dafür. Punkt 4 auf meiner Liste. Verschachteltes Mehrspielermenü. Und das ist auch so eine Sache, liebes Codemasters-Team, beim besten Willen, warum habt ihr das nicht in F1 2020 so gelassen? Warum musste F1 2021 und F1 22 so aussehen? Das hätte ich wirklich gerne mal als Erklärung. Mal angenommen, du erstellst eine Mehrspieler-Lobby in F1 22. Alles schön und gut. Du hast aber vergessen, das Crossplay zu aktivieren. Also machst du 5 Schritte, die da wären. Raus aus der Lobby, ins Hauptmenü rein, zu Spieloptionen, oben rechts zu Crossplay, und dann es aktivieren. Codemasters, das sind 5 Schritte zu viel, das geht nun wirklich nicht. Was haltet ihr denn von folgendem Vorschlag? Ich habe euch das Ganze mal als Screenshot im Hintergrund eingebaut und ihr seht unten links einen Kreis. Da ist doch noch massig Platz drin. Wie wäre es, wenn ihr da eine Option für Crossplay an- und aus hinbasteln könntet? Das wäre doch gar nicht mal schlecht. Dann müsste man nicht einmal mehr die Mehrspieler-Lobby neu starten und alle wiederum gehen raus und müssten neu eingeladen bzw. müssen über den Lobby-Host nachjoinen. Denn das ist einfach nur Zeit, die verloren geht und das geht doch eigentlich um so vieles einfacher. Genauso die Streckenauswahl in F1 2020. Und die Streckenauswahl in F1 2021 und F1 22. Muss das wirklich sein? Und damit kommen wir auch zum 5. und auch meiner Meinung nach auch zum wichtigsten Punkt. Das Track Limit Strafensystem. Ach herrje, lieber Herr Gott im Himmel, bitte steh mir bei. Also, das geht mir wirklich seit Jahren. Seit Jahren geht mir das auf die Nerven. Liebes Codemasters Team, ich habe mal eine Frage. Wie kann es sein, dass euer Strafensystem
bezüglich Track Limits und das der Realität vollkommen auseinandergeht. Ich zähle euch das Ganze einmal auf. In der Realität ist es wie folgt: Verwarnung 1, Verwarnung 2, Verwarnung 3 bzw. Verwarnung 3 und gleichzeitig die schwarz-weiße Flagge. Letzte Verwarnung, machst du nochmal sowas, kriegst du 5 Sekunden obendrauf. Du machst es nochmal, 5 Gratissekunden für dich. Das ist die Realität. Und falls ihr euch jetzt denkt, ja Mike, hast du auch ein Beispiel? Natürlich habe ich ein Beispiel. Yuki Tsunoda, Emilia Romagna Grand Prix 2021 in der Piratella-Kurve. Zitat: Tsunoda erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden, da er sich durch das Verlassen der Strecke einen Vorteil verschaffte. Zudem gab es noch einen Strafpunkt. Und jetzt gucken wir mal, wie Kurvenmaster das macht. Im Game: Verwarnung 1, Verwarnung 2, Verwarnung 3, 3 Sekunden Strafe. Es sei denn, du bist in einem 5-Runden-Rennen, da gibt es nur eine 2 Sekunden Strafe. Kurvenmasters, was machen wir denn da? Wie wäre es mit Ändern? Das wäre ein Vorschlag. Wenn ihr schon das offizielle Videospiel zur Formel 1 Weltmeisterschaft auf den Markt schmeißt, dann wäre es gar nicht mal schlecht, wenn ihr auch die Originalstrafen mit einbauen könntet und nicht irgendwelche Alternativen. Denn wir haben die Originalautos, wir haben die Originalstrecken, wir haben die Originalfahrer, aber wir haben alternative Strafen. Codemasters, das geht so nicht. Bitte, bitte tut uns den Gefallen und ändert das Ganze. Die Track Limits an sich sind ja ein wenig verbessert worden, aber sie sind immer meiner Meinung nach noch nicht gut. Von daher vielleicht da auch nochmal ein wenig dran arbeiten. So, liebe Community, das soll es mit dem Video gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal supporten. Ihr wisst ja wie, in Form von Abo oder Like. Und wenn ihr auf den neuesten Stand sein wollt, was die Formel 1 News angeht, dann folgt mir doch einfach auf Twitter. Link dazu in der Videobeschreibung. Da gibt es immer wieder Tweets über Gerüchte, über Fahrerwechsel, über Strecken und so weiter und so weiter. Könnt ihr mir gerne folgen, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon am Samstag zu einem etwas anderen Video wieder. Da geht es mal wieder um Mikes Meinung, aber ein Thema, was mich schon seit Wochen, wenn nicht sogar schon seit Monaten, nämlich, sag ich mal, ein bisschen wurmt, und da habe ich einen alternativen Vorschlag. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video und ciao.